So, es ist mal wieder soweit. Ich teste wieder einen Roboter-Staubsauger. Und zwar diesmal ein preiswertes Modell, aber dennoch interessantes Modell. Und zwar einen Sichtler NC5725. Wird also auch unter einer anderen Bezeichnung vertrieben. Das ist die Bezeichnung PCR-3550UV. Also PCR-3550UV. Es gibt also verschiedene Produktbezeichnungen dafür. Die Bezugsquellen und die technischen Daten und so weiter, die findet ihr wie immer auf unserer Webseite. Die nennt sich ja www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Ich denke, die meisten Zuschauer werden sie kennen. Also da werden also ständig Staubsaugerroboter getestet. Ziel ist es, möglichst alle Staubsaugerroboter und Akku-Staubsauger zu testen und auch da einen Vergleich zu ermöglichen. Und da findet ihr auch die technischen Daten, Bezugsquellen, als auch einen Preisvergleich. Wir schauen da immer, in welchen Shops es den gibt. Und da werden die aktuellen Preise automatisch automatisiert, sodass ihr eben wirklich täglich da einen aktuellen Preis findet. Was interessant ist, hier das Design habt ihr eben gerade gesehen. Also die Taster und die Anzeigen bei diesem Roboter, die sind also oben schön in das Kunststoffgehäuse integriert, was eigentlich sehr, sehr schick aussieht. Von unten ähnelt der Roboter ein bisschen den Rumba-Modellen, oder nicht nur von unten, auch vor allem von oben. Also wer sich nicht so gut mit Staubsaugern auskennt, der wird da von dem Design schon Ähnlichkeiten erkennen. Auch hier, das ist die Ladestation. Der Roboter verfügt also auch über eine automatische Ladestation, die er eben dann auch automatisch anfährt, sobald das Akku leer ist. Hier, das sind solche Wischer, die kann man unten montieren und dann soll der Staub aufwischen. Allerdings ist das meines Erachtens eigentlich bei den meisten Robotern Quark und da gehe ich auch nicht näher drauf ein, weil davon halte ich eigentlich überhaupt nichts. Das hier sind die Bürsten. Und das hier ist eine kleine Bürste, mit der das Staubfach gereinigt werden kann. Das Staubfach lässt sich übrigens auch so sehr leicht säubern, aber mit dieser Bürste geht das natürlich noch ein bisschen bequemer. Das ist das Ladegerät. Das ist ein Netzteil für die Basisstation, also für die Ladestation. Der Roboter hat einen 2000 mAh Akku mit 14 Volt und eine Laufzeit von ungefähr 90 Minuten. Was ihr hier gesehen habt, ist beachtenswert. Das ist ein HEPA-Filter. Hier ist übrigens die Fernbedienung. Die Fernbedienung sieht ein bisschen abgehackt aus. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, da fehlt die Hälfte. Also das ist vom Design ein bisschen ungewöhnlich. Aber das tut der Funktion natürlich keinen Abbruch. Die hat eigentlich da recht gut funktioniert, werdet ihr aber auch noch sehen. Was eben interessant ist, ist eben, dass bei dem Roboter auch ein HEPA-Filter, also ein Feinfilter für Allergiker dabei ist. Das ist bei dem Preis, der Roboter kostet unter 200 Euro, eigentlich ungewöhnlich, denn es gibt weitaus teurere Roboter, wenn ich mal zum Beispiel an den Miele denke, den wir getestet haben, der ja zum Testzeitpunkt, glaube ich, fast 600 Euro gekostet hat. So in dem Dreh irgendwo, könnt ihr auch auf unserer Webseite sehen. Der hatte noch keinen HEPA-Filter. Ne? Also das ist schon mal beachtenswert, aber der Staubsauger hat auch noch eine andere Besonderheit, die einzigartig ist, aber da komme ich dann gleich noch zu sprechen. Ihr seht ja ab und zu meine Assistenten, also meine beiden oder meine drei Katzen, die mir hier für die Schmutzversorgung helfen. So, hier mal der Roboter von oben geöffnet. Also ihr seht hier das Staubfach und hier das Schmutzfach, was hier über einen Griff, der herausgeklappt werden kann, sehr leicht entnehmbar ist. Also das macht einen guten Eindruck, ist gut verschlossen, ist an der Seite ringsrum mit Gummidichtung oder so eine Art Moosgummi abgedichtet und ist auch staubdicht. Hat also auch bei dieser Einlassöffnung, man sieht es hier im Bild nicht so, eine Klappe, die ist transparent, deswegen sieht man sie hier im Bild nicht so. Also es kann da auch beim Entnehmen nie was herausfallen, selbst wenn man das Ding schütteln würde.
Das hier ist der Feinfilter, der dafür sorgt, dass eben der grobe Schmutz hier in der Dose enthalten bleibt. Und danach kommt eben noch dieser HEPA-Filter, also der für Allergiker sehr interessant ist. Also ich finde, das ist sehr gut gemacht, hat eine Aufnahmekapazität von 0,5 Liter. Das ist also schon ein Mittel im Durchschnitt. Also die meisten Roboter haben so einen Staubbehälter in dieser Größe. Da weichen wenige von ab. Das hier ist eben das Fach, wo er reinkommt. Da sieht man also auch nochmal um die Einlassöffnung diese Gummierung. Und die andere Gummierung ist an dem Schmutzfach eben für die hintere, für den hinteren Sauganschluss von dem Lüfter. Also das ist gut abgedichtet. Da wird also beim Staubsaugen also auch kein Schmutz neben den Behälter geschleudert, was nicht immer bei allen Robotern der Fall ist. Von unten, wie gesagt, ähnelt er doch in einigen Details erheblich den Rumba-Modellen, aber ein gravierender Unterschied gibt es natürlich. Hier gibt es keine Hauptteppichbürste, keine also vertikale oder horizontale, wie man sehen will, Hauptbürste, die eben den Schmutz aus dem Teppich herausholt. Ne? Dieser Roboter setzt eben alleine auf diese zwei Rotationsbürsten. Und hier an der Seite seht ihr übrigens noch die unteren Sensoren, die eben auch Treppenkanten erkennen, damit er eben auch da gesetzt werden kann, wo Treppen sind und dass er nicht herunterfällt. Also die fehlende Hauptbürste ist natürlich eine Manko gegenüber den teuren Modellen. Diese Technik, die hier eingesetzt wird, die wird beispielsweise auch bei dem Dirt Devil eingesetzt, den wir auch schon getestet haben. Findet ihr auch auf unserer Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Aber man muss schon sagen, dieser Roboter hier macht einen wertigeren Eindruck, ist auch vom Gewicht wesentlich schwerer und auch die ganze Verarbeitung hier unten, die gefederten Räder. Und das macht alles irgendwie einen wertigeren und stabileren Eindruck. Wie gesagt, er ähnelt also wirklich in vielen Details, wie beispielsweise vorne die Rolle oder auch die Kontakte oder auch die Federung der Räder. Also es sind viele Details, die an die iRobot-Romba-Modelle erinnern. Aber man muss eben schon bedenken, dieser Bürstenunterschied ist natürlich gravierend. Dieser Roboter wird natürlich auf Teppich keine besonders gute Leistung bieten. Allerdings auf glatten Boden kann es für diesen Preis, es ist wirklich ein günstiger Preis, unter 200 Euro schon einiges leisten. Also man darf es jetzt natürlich jetzt hier, also der Roboter macht wirklich einen wesentlich wertigeren Eindruck als jetzt Roboter, die eben noch vor ein paar Jahren im Supermarkt zu bekommen waren oder bei irgendeinem Kaffeebohnenhersteller. Die hatten doch einen ja, teilweise ähnlichen Preis, aber die hatten nicht so eine oder machten nicht so einen guten Eindruck bei der Verarbeitung. Und solche Modelle hatte ich damals ja auch getestet. Da war es mit der inneren Verstaubung in der Technik doch sehr, sehr schlimm bestellt. Und die Modelle haben oft sehr schnell den Geist aufgegeben. Also ihr habt es gehört, er hat also auch eine Sprachausgabe. Bestimmte Vorgänge tut er eben eigentlich mit Sprache kommentieren. Beispielsweise, wenn er jetzt in die Ladestation einfährt und zu laden beginnt, dann gibt er dies aus. Oder wenn er anfängt zu reinigen oder wenn es irgendein Problem gibt, das gibt er eben auch als Sprache aus. Hier stelle ich übrigens gerade die Uhr ein. Die Sprache ist allerdings nur in Englisch und ich habe da keine Möglichkeit gefunden, die auf Deutsch umzuschalten. Aber das tut eigentlich keinen Abbruch, weil er nicht ständig am Quasseln ist, sondern das sind eben nur einige Kommandos, die ab und zu kommen. Und ich denke, das dürfte für keinen ein großes Problem sein, diese zu interpretieren. So, mal ein paar Tests. Ich lasse ihn mal ausfahren. So, ich parke wieder ein. Start charging. So, also ihr habt gesehen, welche Anweisungen er da zum Beispiel ausgibt. Jetzt verteile ich hier in dem Wohnraum
erste Mal etwas Schmutz hier als Schmutz, damit er gut sichtbar ist oder einigermaßen gut sichtbar ist, nehme ich einfach kleine Papierschnipsel. Das ist jetzt nicht der reale Schmutz. Für den Realschmutz testen wir nachher noch was anderes. Das kommt aber erst in dem nächsten Teil. Also es gibt noch einen zweiten Teil von diesem Video. Hier in dem ersten Teil wird der Roboter im Wesentlichen hier in einem normalen, relativ normalen Wohnraum getestet. Und in dem zweiten Teil, da gibt es richtige Härtetests, wer der uns kennt, also www.akku-und-roboter-staubsauger.de, der weiß ja, dass wir da auch noch ganz spezielle Härtetests mit Katzenstreu, Semmelmehl, Quarzsand und sowas haben und da auch Zeiten messen, damit man wirklich definitiv was zu der Saugleistung sagen kann. Aber das kommt dann erst in dem zweiten Teil. Also ich rate euch jetzt schon mal, schaut auf unsere Webseite, da sind beide Teile verlinkt. Also falls ihr das hier bei YouTube nicht findet, geht auf unsere Webseite, da sind beide Videos in den Test eingebettet. www.akku-und-roboter-staubsauger.de. So, ich zeige jetzt erstmal die ersten kurzen Minuten in Realzeit, damit ihr euch wirklich so einen Eindruck von machen könnt, wie der Roboter hier navigiert. Oder von navigieren ist eigentlich bei dem Roboter vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil er arbeitet eben auch nach dem Random- oder Zufallsprinzip im Wesentlichen, kann man es so sagen. Es gibt noch einen Modus, wo er eine S-Form fährt, aber das kommt dann immer auch auf die Zimmergröße an, wie viel freien Raum da vorhanden ist oder wie viele Möbel da drin stehen. Also wenn da sehr viele Möbel drin stehen, wie ich es eigentlich hier auch schon finde, dann kann man von diesen bei diesen beiden Betriebsarten eigentlich wenig Unterschied sehen. Das ist nicht so gravierend. Es gibt auch noch einen Modus der Spiralreinigung. Das dürften ja die meisten kennen, haben die meisten Roboter, wo er eben einen Punkt reinigt. Auch den werde ich später noch mal zeigen. Und dann gibt es noch einen Modus Eckreinigung, der sowas ähnliches ist wie eine Wandverfolgung. Ich lasse hier nebenbei immer die Zeit laufen, damit wir eben nachher stoppen können, wie lange er das Zimmer gereinigt hat, was dann auch eben der Akkulaufzeit entspricht. Ich habe jetzt das Video mal etwas beschleunigt. Ich werde es eben ab und zu mal beschleunigen. Ab und zu lasse ich mal ein paar Ausschnitte weg, denn sonst wird das hier einfach zu langweilig und zeige eben nur immer, wenn er ja ein bisschen was Unterschiedliches macht. Hier unten, wenn ihr schaut, seht ihr das Licht. Seht ihr so ein blaues Licht oder so ein helles Licht? Das ist ganz interessant. Das ist, und vorne seht ihr übrigens auch die Sensoren, die Infrarotsensoren, die da geblinkt haben. Also schaut nochmal genau hin vorne und unten drunter. Da seht ihr es, vorne die Infrarotsensoren, unten drunter hier sieht das ganz deutlich. Diese UV-Lampe, die soll Bakterien abtöten, damit wirbt der Hersteller ja auch groß und das ist ja auch die Einzigartigkeit. Also ich kenne jetzt im Augenblick keinen anderen Staubsaugerroboter, der eine UV-Strahlenlampe besitzt. Also es ist ja bekannt, dass eben UV-Strahlen auch in der Lebensmittelverarbeitung werden, UV-Strahlen zur Abtötung von Bakterien verwendet. Das stimmt also schon, was da der Hersteller schreibt. Allerdings muss ich sagen, dass ich hier sehr am Zweifeln bin, ob diese Lampe einen Effekt hat. Es liegt einfach daran, dass die Lampe natürlich relativ klein ist und dann muss man natürlich sehen, der Roboter bewegt sich relativ schnell über die Fläche. Also die Einwirkungszeit pro Fläche ist äußerst gering. Und ich bezweifle, dass das überhaupt irgendeinen Effekt hat. Aber ich bin jetzt hier keine Strahlenexperte. Ich kann das also natürlich nur vermuten, dass ich das wirklich bezweifle. Ich nehme an, das ist mehr so ein Marketing-Effekt, der da verwendet wurde, um das zu werben. Aber nutzen glaube ich nicht. Aber das spielt ja keine Rolle. Es ist eben vorhanden. Man kann es auch abschalten, wenn man es nicht benutzen will. Ihr habt eben gesehen, hier ist er an der Teppichkante hängen geblieben. Das ist relativ selten vorgekommen. Das ist hier an der Ecke gewesen. Die ist vielleicht, vielleicht 1,2 cm hoch oder so. Also normalerweise nimmt er so Teppichkanten bis etwa
im Schnitt bis etwa 1 cm hat er hier keine Probleme, auch bei Türschwellen, das zeige ich nachher auch nochmal, so etwa bis 1 cm hat er hier keine Probleme, aber da ist auch irgendwo die Grenze. Es kann dann sein, dass man Millimeter größer oder der Fall ist und dann tut er das schon als Hindernis erkennen, entweder hängt er sich dann da fest, aber das kommt eher selten vor, muss ich sagen. Meistens tut das dann wirklich als Hindernis erkennen und ihn dreht vorher ab. Ne? Aber wenn ihr eben jetzt einen normalen, kurzflorigen Teppich im Zimmer habt, kann der Roboter durchaus verwendet werden. Ihr seht es ja auch hier. Das macht also hier kein Problem. Also hier ist jetzt übrigens der Spiralmodus, den ich hier aktiviert habe. Ihr seht also, der Roboter fährt im Kreis und versucht ihm eine Stelle jetzt etwas intensiver zu reinigen. Das macht er übrigens so lange, bis er an ein Hindernis stößt oder eben die Spiralfahrt nach außen und nach innen abgeschlossen hat. Dann wechselt er wieder in einen von seinen normalen Modis. Das ist eigentlich bei den meisten Robotern ähnlich. Also da unterscheidet sich der Roboter also nicht gravierend von den teureren Robotern, die eben auch mit dem Zufalls- oder Random-Prinzip arbeiten. Natürlich gibt es jetzt auch ganz moderne Roboter, die vernünftig versuchen zu navigieren. Werden ja gerne gesucht, weil sie einfach schöner anzusehen sind, wenn der Roboter versucht, da gerade Bahnen zu fahren. Das sieht einfach schöner aus für den Mensch. Der Mensch kann es immer nicht so ganz verstehen, wie man ein Zimmer mit so einer dummen Fahrweise hier reinigen kann. Aber die dumme Fahrweise ist gar nicht so schlecht, denn eben durch die lange Laufzeit, ich kann es jetzt schon verraten, der Roboter braucht hier für dieses Zimmer 1 Stunde und 15 Minuten. Durch die lange Fahrweise deckt er doch eben auch wirklich alle Stellen ab. Ich konnte da jetzt hier kein gravierendes Problem feststellen. Da ist er ähnlich gut wie auch beispielsweise die iRobot Romber Modelle. Etwas schwächer ist er bei der Randreinigung. Er hat zwar hier bei dem Zimmertest, den ich hier mache, gut abgeschnitten. Ja, ich war auch überrascht, also auch im Randbereich hat er keine Schnipsel hinterlassen. Aber bei den Tests, die dann im nächsten Video noch folgen, und bei einigen anderen Tests hat man schon gesehen, er ist bei der Randreinigung nicht so exakt wie die iRomba-Modelle. Also wer auf die Randreinigung besonders viel Wert legt, der muss einfach mehr auf den Tisch legen. Also ich glaube, bislang habe ich also noch keinen Roboter gefunden unter 200 Euro, der der das besser schafft als dieser hier. Ne? Teppichreinigung hatte ich ja schon gesagt. Das ist übrigens einer unserer Mitarbeiter, habt ihr schon gesehen. Der sorgt eben dafür, dass hier alles wirklich richtig verschmutzt ist. Und ist übrigens ein sehr schönes Spielzeug, so ein Roboter, muss ich euch sagen. Viele Katzen mögen den eigentlich sehr, sehr gerne. Die gewöhnen sich recht schnell an diese Roboter und verfolgen die dann und spielen so ein bisschen mit denen. Die Lautstärke habe ich gemessen, 64 dB, angeben tut der Hersteller 50 dB, also das ist schon ein gravierender Unterschied. Also so leise, wie er wieder angegeben wird, ist der Roboter nicht. Aber er ist dann eher ähnlich laut. Hier seht ihr die Zeit. Eine Stunde und 16 Minuten hat er gebraucht. Er ist ähnlich laut wie andere Roboter. Ne? Aber das ist nicht schlecht. Wenn ein Roboter leise ist, sagt das eigentlich nur oft nur aus, dass die Saugleistung schlecht ist. Ne? Eine gute Saugleistung braucht einfach auch oder macht einfach auch Lärm. Das kann man gar nicht verhindern. Ne? Sonst müsste man den Roboter so groß bauen, dass das alles abgedichtet wird, um die Lautstärke zu dämpfen, und dann wird er dann letztendlich auch nicht mehr so gut saugen. Das geht einfach gar nicht anders. Aber ich habe jetzt hier nochmal überall geschaut. Ihr konntet das ja mitverfolgen. Das sieht eigentlich alles recht ordentlich aus. Ich habe hier keine Schnipsel mehr gefunden. Auch die Teppiche sehen oberflächlich okay aus. Aber da muss man natürlich sagen, mit dieser Bürste kann man nur oberflächlich reinigen. Das sieht zwar oberflächlich gut aus,
Aber eine horizontale Bürste, wie es beispielsweise die iRobot oder die LG-Modelle oder auch die Vorwerk-Modelle haben, holt natürlich mehr Schmutz aus dem Teppich heraus. Also wenn ihr Teppiche einsetzt, dann geht nochmal auf meine Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de, geht da auf die Empfehlungsseite und da kann ich euch einige andere Roboter empfehlen, die da für Teppich besser sind. Ne? Aber für glatten Boden ist er nicht schlecht, muss man sagen. Sicherlich sind teurere Modelle besser oder einige teurere Modelle. Es gibt aber auch teurere Modelle, die nicht besser sind. Das kann ich euch garantieren. Hier schaut mal in das Schmutzfach. Also ihr seht, ich habe extra diesen Tag noch nicht staubsaugen lassen. Und ihr seht also, hier ist schon einiges an Schmutz drin. Hier sind sehr viele Katzenhaare drin und natürlich die verteilten Papierschnipsel. Das ist also gar nicht schlecht. Also mich hat die Saugleistung hier wirklich überrascht. Ich hatte von dem Sichler-Modell nicht so viel erwartet, muss ich ehrlich sagen, weil diese zwei Rotationsbürsten ist eben so ein Kompromiss. Ne? Es ist wirklich nur für glatten Boden gut geeignet und da hat der Roboter doch eine gute Saugleistung, um mit diesen zwei Bürsten noch so viel Schmutz hier rauszuholen. Das spricht wirklich für eine gute Saugleistung. Von daher ist der Roboter für den Preis durchaus eine interessante Alternative. Wir werden übrigens auf der Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de jetzt demnächst noch einige weitere günstige Modelle vorstellen. Wir haben ja bisher immer nur die Spitzengeräte oder viele Spitzengeräte der Hersteller vorgestellt, aber viele fragen immer nach günstigen Modellen und deswegen werden wir auch mal mehr günstige testen. So, mal wieder einlegen. Also hier ist auch wirklich in dem Schmutzfach alles gut abgedichtet, hier rundherum um die Öffnung. Das ist immer sehr wichtig, denn wenn da Saugleistung verloren geht, das macht enorm viel aus. Die Saugöffnung ist eben sehr klein, aber durch die Bürsten schafft er doch einiges weg. Das habt ihr ja gesehen. Jetzt nochmal ein Test mit einer Türschwelle. Das ist hier jetzt so eine normale Türschwelle, würde ich mal sagen. Das ist so ein Laminatprofil. Ja, die Höhe kann ich jetzt nur schätzen, vielleicht 8 mm oder so. Natürlich geht es hier schräg hoch. Also das macht dem Roboter eigentlich gar nichts aus. Ich schätze, wie gesagt, oder ihr habt es ja auch an den Teppichen gesehen, bis etwa 1 cm macht da kein Problem. Aber da ist irgendwo auch die Grenze, plus minus 2 mm, will ich mich da nicht festlegen. Hier zeige ich nochmal, wie die Steuerung mit der Fernbedienung geht. Also man kann mit der Fernbedienung nicht nur den Modi wechseln und den Roboter zur Basis zurückbeordern, sondern man kann ihn auch wirklich gezielt hin und her steuern, ne, mit den Cursor-Tasten. Das funktioniert eigentlich recht gut. Es ist eben eine Infrarot-Fernbedienung. Man muss eben auf den Roboter zielen. Es ist keine Funk-Fernbedienung. Aber das ist ja bei den meisten Robotern der Fall. Aber die hat eigentlich sehr ordentlich funktioniert. Da kann man also gar nicht meckern. Aber wie ihr seht, ich habe ja hier auch etwas Schmutz verteilt. Das ist eigentlich kein schwieriger Schmutz. Das ist recht grobkörniger Schmutz. Das ist Semmelmehl. Er braucht schon relativ lange, um diesen aufzusaugen. Das heißt, ich fahre ja hier etliche Mal jetzt hin und her und es dauert schon ewig, bis da spürbar was weggeht. Und das ist eben auch nur oberflächlicher Schmutz. Viel schwieriger wird es eben, wenn der Schmutz zwischen die Fasern fällt, wie beispielsweise bei Quarzsand oder Staub. Der geht ja zwischen die Fasern und den bekommt er nicht mehr raus. Dazu braucht man eine horizontale Bürste, die ihm einfach dafür fehlt. Hier ein Test jetzt, der eben testen soll, ob auch Treppenkanten erkannt werden. Das heißt, ich habe ihn auf den Tisch gestellt und er fällt also nicht hinunter. Also er merkt eindeutig, wenn es irgendwo hinunter geht. Das könnte jetzt eben, wie gesagt, eine Treppenkante sein und das macht dem Roboter also keine Probleme.
So, das war eigentlich der erste Teil des Videos. Wie gesagt, das zweite schaut auf meine Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de, wenn ihr es bei YouTube nicht findet. Das zweite Video, da seht ihr dann hier diesen Test, wo es richtig um Schmutz geht. Da wird dann eben getestet, wie viel saugt er auf, wie macht er den Randbereich sauber. Und erst danach werde ich dann wirklich ein Fazit abgeben, ob der Roboter zu empfehlen ist oder nicht. Aber wenn ihr es nicht abwarten könnt, wie gesagt, das Fazit findet ihr natürlich auch auf meiner Webseite. Also bis demnächst. Ach so, fast hätte ich es vergessen. Wäre natürlich super, wenn ihr auch bei mir bei dem Video hier einen Daumen nach oben macht und das Video oder den Kanal vielleicht abonniert. Super wäre es auch, wenn ihr den Newsletter bestellt. Den findet ihr aber dann nicht bei YouTube, sondern bei mir auf der Webseite. Link ist übrigens immer in der YouTube-Beschreibung, auch für den Test und da, wo ihr eben dann das zweite Video findet.